Achtung, wir geben noch Folgendes bekannt. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 5.6.1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens, Baksa Bohumil, Universitätsprofessor, geboren am 27.07.1874, wohnhaft Prag 10. Zweitens, Chamal Jaromir, Professor der Technik, geboren am 12.07.1900, wohnhaft Prag 19. Drittens, Haschek František, Bankier und Inhaber des Bankhauses Haschek & Company, geboren am 9.10.1887, wohnhaft Prag 2. Viertens, Schneeberger Miloslav, Vorsitzender des Böhmisch-Mährischen Verbandes für Kartoffeln, Spiritus und Stärke, geboren am 9.09.1889, wohnhaft Prag-Smichow. Fünftens, Sladek Ottmar, Ministerialrat, geboren am 14.10.1886, wohnhaft Prag 12. Sechstens, Matusz Zdeněk, Sekretär der Handelskammer Prag, geboren am 16.02.1891, wohnhaft Prag 16. Siebtens, Matoschowa Marie, geborene Karasowa, geboren am 8.02.1894, wohnhaft Prag 16. Achtens, Holly Václav Ladislav, Kaufmann, geboren am 4.09.1886, wohnhaft Königgrätz. Neuntens, David Jaroslav, geboren am 26.09.1893, wohnhaft Königinhof an der Elbe. Zehntens, Suchi Jaroslav, geboren am 29.04.1896, wohnhaft Aujest, Bezirk Königgrätz. Elftens, Bilina Jaroslav, ehemaliger Bürgermeister, geboren am 3.03.1896, wohnhaft Königinhof an der Elbe. 13. Pfleger Karl, Postrevident, geboren am 28.12.1894, wohnhaft Pibranz. 14. Honsak Bohuslav, Gefällssekretär im Ruhestand, geboren am 26.10.1888, wohnhaft Tabor. 15. Rybak Jaroslav, geboren am 4.05.1917, wohnhaft Bienendorf. 16. Beranek Josef, Lehrer, geboren am 22.05.1897, wohnhaft Strodenitz. 17. Wanjek Josef, Redakteur, geboren am 25.05.1883, wohnhaft Königgrätz. 18. Tosowski Rudolf, geboren am 6.04.1914, wohnhaft Kinischt, sowie weitere vier Personen. Die unter Ziffer 1 bis 16 genannten Personen haben das Attentat auf SS-Obergruppenführer Heydrich gut geheißen und zur Unterstützung der Attentäter aufgefordert. Die unter Ziffer 17 bis 18 genannten sowie vier weitere Verurteilte waren polizeilich nicht gemeldet oder haben mit polizeilich nicht gemeldeten Personen, die an reichsfeindlichen Handlungen beteiligt sind, Verbindungen unterhalten. Ferner hat das Standgericht Brünn mit Urteil vom 5.6.1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens, Kwapil František, Dekant, geboren am 20.02.1876, wohnhaft Mesamislitz, Bezirk Prerau. Zweitens, Pozizek Jan, geboren am 19.03.1881, wohnhaft Klein-Bukowin, Bezirk Brünn. Drittens, Chlup Jan, Gastwirt, geboren am 23.04.1881, wohnhaft Brünn. Viertens, Chlupova, geborene Fünfasowa, Marie, Gastwirtin, geboren am 15.12.1883, wohnhaft Brünn. Fünftens, Klein Israel Jakob, Jude, geboren am 1.04.1884, wohnhaft Brünn. Sechstens, Polak František, Oberstleutnant der ehemaligen tschechoslowakischen Armee im Ruhestand, geboren am 24.04.1893, wohnhaft Holleschau. Siebtens, Trevo Josef, geboren am 18.11.1921, wohnhaft Rupschitz, Bezirk Prosnitz. Achtens, Sachsel Jindrich, Jude,
geboren am 1.6.1893, wohnhaft Brünn. Die unter Ziffer 1 bis 2 genannten wurden wegen unbefugten Waffenbesitzes verurteilt. Die unter Ziffer 3 bis 5 genannten haben polizeilich nicht gemeldeten Personen, die an reichsfeindlichen Handlungen beteiligt sind, bewusst Unterschlupf gewährt. Die unter Ziffer 6 bis 8 Verurteilten haben das Attentat auf SS-Obergruppenführer Heydrich gutgeheißen und zur Unterstützung der Täter aufgefordert. Die Urteile wurden am 5. Juni vollstreckt. Das Vermögen der Verurteilten wurde eingezogen. Soweit unsere Bekanntmachung.